Hab's es. Oh, da will mich einer. Da will mich einer erwischen. Ach, da hat mich voll aufgesprengt. Oh, 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 oh. Ja, ja. Jetzt fährt sich's plötzlich viel, viel leichter. Ja. Solange ich noch was zum Ballern habe. Herzlich willkommen zu einem weiteren Crossout-Video. Ich bin's, euer Pat. Auch in diesem Video nehme ich wieder meine 9217 PS starke Maschine hier und ziehe mit drei weiteren Mitstreitern in ein neues Raid. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Hierbei handelt es sich um den Datendiebstahl-Raid. Da wären wir schon bei der Powerplant und gleich geht's los. So, los geht's. Als erstes müssen wir zwei Kisten einsammeln und diese an einem Turm montieren. Das wäre der Turm hier rechts. Auf zum ersten Paket. So, erstmal eine Ladung Raketen loswerden und ein bisschen zurückziehen. Ja, da stehen um die Ecken, stehen da so Raketenstationen, Raketenwerfer. Und es kommen natürlich auch noch ein paar Fahrzeuge. Okay, doch, der ist nicht reingekommen. Der klebt auch fest, ja, sehr schön. Einmal um die Ecke biegen und hier, hier. Sehr schön. So, weiter. Jetzt geht's hier um die Ecke. Auf zur nächsten Kiste. Oh, ich bin das Schlusslicht. Hier rüber rechts. So, jetzt gibt's wieder ein bisschen Arbeit. Der, meine Lieben. Pitschpatsch. Manchmal weniger. Ich häng mich gleich an den ran. Jawohl, voll hinten rein. Und Achtung, Rakete. Ja. Okay. Nochmal Glück gehabt. Da, nimm das. Okay, der andere ist auch finito. Da hinten ist noch eine Station. Vielleicht kriege ich sie noch. Hier. Raketenwerfer ist immer gut. So, könnten wir eigentlich abgeben, die Kisten. Es hat jetzt noch ein oder zwei Geschütztürme. Ja. Okay, gehen wir mal schauen. Okay, irgendwas ist weg. Okay, beide zerstört. In dem Fall auf zur Sendestation. So, nachdem wir die beiden Kisten abgegeben haben, kommen, wie nicht anders zu erwarten, zwei oder drei Wellen von Gegnern. Dabei müssen wir achten, dass die Sendestation nicht zu Bruch geht. So, die anderen beiden stehen schon bereit. Ich parkiere da auch noch dazwischen. So, warten wir noch auf die Gegner. Die kommen aus dieser Richtung zuerst. Ja, los geht's. Rock'n'Roll. Okay, einer weniger. Schon mal gut. Ich hasse diese Sensenmänner. Aufräumen. Okay, okay. Bleihaltige Luft zurzeit. Jetzt kommt die zweite Welle. Okay, auf das Schussfeld. Und jetzt aber. So, weg ist er. Da noch so ein lästiger. Da ist auch noch ein kleiner Stecker gewesen. Oh, den hier ein bisschen. Doch, der braucht keine Hilfe. Hier ist noch einer mit Geschütz. Okay, der ist glaube ich auch. Ja, jetzt ist er Geschichte. So, jetzt müssen wir nochmal zwei Kisten einsammeln gehen. Ich mache mich mal wieder auf die Route hier.
Da durch den Kanal durch. Die beiden Kisten müssen wir jetzt zur zweiten Sendestation oder Radiostation bringen. Zum zweiten Turm. Also gehen wir den mal erstmal saures hier. Okay. Ein zäher Hund, aber doch nicht so zäh. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen Blei. Blei schenken. Okay. Genau, das ist auch schon wieder so ein unangenehmer gewesen. Schwierig da runter zu ballern. Ich hab's. Okay, gut, geht weiter. Und da ist natürlich noch so eine. Ja. So ein Raketenwerfer. Stand da. Okay, die anderen haben schon abgegeben. Ja, dann geht's jetzt weiter. Es kommen jetzt natürlich auch wie erwartet gegnerische Wellen. Ich glaube 3 an der Zahl. Erstmal hier rechts. Ja, da sind sie schon. Auch wieder voll draufhalten. Aufpassen, dass sie nicht zu nahe kommen. Die Biester. Ja, okay. Die mögen anscheinend lieber die anderen. Okay. Das ist immer mühsam, wenn einer da rumsägt. Man irgendwie immer so blöd rundherum fahren muss. Okay. Todesengel. Okay. Das kracht. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Jawohl. Auch nochmal voll reinhalten. Ach, ich hasse es. Oh, da will mich einer. Da will mich einer erwischen. Ach, da hat mich voll aufgesprengt. Ja, ja. Jetzt fährt es sich plötzlich viel, viel leichter. Ja. Solange ich noch was zum Ballern habe, werde ich mich wehren. Jetzt kommt wahrscheinlich die letzte Welle. Nein, doch. Ja, nein, kommt noch rechts, kommen glaube ich auch noch welche da. Aber erstmal die beiden hier aufräumen. Oh, da kommen sie noch mehr auf der anderen Seite. Ja. Okay, jetzt einfach Augen zu und durch. Dann noch ein bisschen austeilen, so gut es geht. 7 Schuss noch, okay, da habe ich schon kräftig rausgelassen, so wie es aussieht. Mein Gott. Aber macht nichts, da hätte es ja noch Munitionskiste. Ja, ein paar. Jo, jetzt kommen sie von meiner Seite. Jetzt bin ich, glaube ich, am Arsch. Aber noch nicht ganz. Ich werde mich nicht kriegen, lebendig! Okay, jo, jetzt spätestens. Ich hab keinen Bock mehr! Holt mich, holt mich! Naja, gut. Dafür hat man ja so ein Reparaturkit. So, frisch am Start. Aha, okay. Dann müssen wir jetzt diesen Sender hier wieder verteidigen. Ja, die Gegner sind schon im Anmarsch sozusagen. So, das hier wieder dasselbe Spiel. In Verteidigungsstellung gehen und ja, Gegner eliminieren. So. Bisschen verkrüppelt ist er und jetzt ist er weg. Okay, ein paar Raketen drüber. Nicht rumsägen. Nicht rumsägen. Fast nichts getroffen. Ja, und sie kommen aus allen Richtungen. Ah, Buchsbrenner. Flammenwerfer-Typ. Ja, wollt ihr mich hier einquetschen? Geht ja gar nicht. Was soll das hier? Einer weg. Ah, das reicht nicht.
jetzt ist die Knarre weg, sehr schön. Ah, der letzte. So, jetzt kommt der Big Boss. Okay, er schickt schon seine Grüße. Das sieht schlecht aus. Okay, ein Treffer. Ja, geht noch. Ein Treffer geht. So, holen wir uns den Sack. Aha, okay. Einfach nicht beeindrucken lassen von den Raketen. Kleiner ist noch weg. Aha, da ist er. Ja, ich komme hier ran. Okay. Scheiß Idee. Naja, auf ihn mit Grüll. Da war er schon weg. Was gibt's noch? Da ist noch einer. Okay, bremsen, bremsen. Jo, das war's schon. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war also die Mission bzw. der Raid Datendiebstahl. Jo, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Und hoffe, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu können. In dem Fall macht's gut, euer Pat.